Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt wieder eine wundervolle News von Jurassic World Evolution. Nämlich wurde das DLC, was mit dem Sommer-Update erscheinen soll, endlich bekannt gegeben. Und was genau das für ein DLC sein wird, das schauen wir uns jetzt gemeinsam im Teaser an. Okay, here's the plan. This is Sanctuary. It's a paradise. Built to support and sustain multiple species. Our job is to secure as many dinosaurs from Isla Nublar as we can. We need to relocate, rehabilitate, and release them. And the truth is, we're out of time. Mount Sibo will soon erupt, and that explosion is going to return every species on Isla Nublar back to extinction. And after everything I've experienced there, I won't just sit idly by and allow these beautiful creatures to perish. We have the means, and we have the resolve. Let's save some dinosaurs. So, das war der Teaser und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, war echt cool, kam echt gut die Stimmung rüber, ich freue mich richtig auf das DLC. Das Ganze wird Claire Sanctuary heißen und kommt am 18. mit dem Update zusammen, kann man dann ungefähr für 13-14 € kaufen und das Ganze wird beinhalten eine neue Kampagne mit einer spannenden Storyline, neue Mission, neue Dinosaurier, neue Inseln und Locations und vieles mehr. Grob zur Story kann man sagen, man soll Claire dabei helfen, Dinosaurier zu retten, welche potenziell gefährdet sind, und man soll deren Leben verbessern. Viel mehr wird zu der Story noch nicht verraten, aber das ist vielleicht auch gut so, weil wir wollen uns ja selber nicht spoilern, weil ich freue mich sehr auf die Story. Vielleicht werden wir die gemeinsam im Livestream spielen, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ansonsten kommen wir natürlich jetzt zu den neuen Dinosauriern. Da haben wir zum einen mal den Albertosaurus gesehen, den kennen wir schon aus The Isle. Ist ein sehr, sehr cooler Dinosaurier, sieht natürlich ein bisschen anders aus bei Jurassic World Evolution. Aber ich muss sagen, er sieht wirklich sehr, sehr cool und bedrohlich aus. Wahrscheinlich wieder der Favorit von dem DLC, aber das ist ja meistens so, dass der große Fleischfresser der Favorit ist. Ich finde, er ähnelt sehr dem Tyrannosaurus Rex, nur natürlich ein bisschen kleiner und nicht ganz so, ja, muskulös und breit. Was sehr auffällig bei ihm ist, sind diese Kämme oder, ja, Höcker, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Auf jeden Fall das über den Augen, das ist auf jeden Fall ein Merkmal, woran man ihn auf jeden Fall erkennen kann. Als nächsten auf der Liste, seid mir bitte nicht böse, wenn ich ihn falsch ausspreche, haben wir den Euoplocephalus. Dieser ist so ein bisschen in Richtung Ankylosaurus und hat einen sehr gut gepanzerten Kopf. Ich finde, der sieht wirklich sehr cool aus, besonders auch hinten die sehr, sehr breite Keule, die er schwingen kann. Also darauf freue ich mich schon, wenn ich ihn dann mal im Kampf sehen kann. Der Standard-Skin von ihm sieht auch super nice aus, aber ich hoffe natürlich auch wieder, dass die DLC-Dinosaurier wieder richtig coole Skins haben werden, so wie beim Fleischfresser-DLC, aber ich gehe mal davon aus. Und zu guter Letzt haben wir da noch den Uranosaurus. Der ist so ein bisschen in Richtung Edmontosaurus. Man sieht auf jeden Fall, dass da Verwandtschaft besteht. Hat auch so ein bisschen sowas Entenschnabelmäßiges vorne an der Schnauze sozusagen. Hat auch so ein Segel oben auf dem Rücken. So ein bisschen wie der Spinosaurus, natürlich nicht ganz so, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr seht es ja auf dem Bild. Und glaube ich, der wird auch sehr, sehr cool werden. Aber ich habe ja schon gesagt, es werden nicht nur diese drei neuen Dinosaurier kommen, sondern es werden auch noch einige paläobotanische Features dazukommen, nämlich zum Beispiel neue Pflanzen. Diese können dann im Greenhouse, welches auch ein neues Gebäude ist, erforscht und erkundet werden und dann kann man den Pflanzenfressern ihr perfektes, ja, Futter bieten, was sie gerne hätten, was sie sich wünschen und kann sie somit umso glücklicher machen. Außerdem kommt eine Jurassic Tour dazu. Dafür wird es ein neues Stationsgebäude geben, was man platzieren kann und dann kann man einen Tourweg planen. Das wird sowas wie so ein kleiner Tourbus sein, wo dann Gäste drin sitzen und dann einfach eine schöne kleine Safari-Tour machen können. So, das war jetzt erstmal kurz und knapp zusammengefasst für euch alles, was uns im kommenden DLC am 18. Juni erwartet. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr Jurassic World Evolution Videos sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.